Guten Morgen, Herr Professor. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Fellner und Herr Havlik. Grüß euch. Ja, grüß dich. Du, folgende Frage. Da tobt also seit gestern, vorgestern eine große Diskussion im Land. Sollen wir die Quarantäne für Corona-Infizierte beibehalten? Also sollen die weiter 5 Tage zu Hause bleiben, auch wenn sie nichts spüren? Oder sollen die in Zukunft ins Büro und auf die Straße gehen dürfen? Was ist die Meinung des Virologie-Experten? Naja, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, wo leider die Fallzahlen wieder leicht zu steigen beginnen und das Prognosekonsortium ja angekündigt hat, dass wir entweder diese oder im Laufe der nächsten Woche wieder um die 4.000 oder an die 4.000 Neuinfektionen pro Tag haben könnten, ist das wahrscheinlich keine so gute Idee. Aber langfristig gesehen werden wir tatsächlich Corona, wenn es bei Omikron-Untervarianten bleibt, behandeln müssen wie eine Grippe. Und daher geht das alles schon in diese Richtung. Vielleicht nicht gerade zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir wollen eigentlich keine Sommerwelle haben, sondern einen Sommer wie fast damals genießen. Aber langfristig geht es natürlich in diese Richtung. Das, was jetzt beschlossen wurde oder beschlossen werden wird, ist die sogenannte Verkehrsbeschränkung. Lustiger Name meiner Ansicht nach. Also keine vollständige Quarantäne mehr, sondern der Gesundheitsminister kann dann erlassen, bestimmte Maßnahmen, also dass Infizierte oder Kontakte größere Menschenansammlungen meiden müssen, dass sie in bestimmten Bereichen eine FFP2-Maske tragen müssen, etc., aber keine vollständige Quarantäne mehr. Herr Professor, wenn ich Sie richtig verstehe, dann schwingt da ein bisschen Sorge mit in Ihren Worten so zeitig am Donnerstagmorgen. Sie sind tatsächlich der Meinung, dass in den nächsten Tagen die Zahl der Neuinfektionen wieder ansteigen wird, dass wir so eine Art kleine Miniwelle bekommen, bevor der Sommer richtig losgeht. Also keine Rede, dass die Neuinfektionen jetzt unter 1.000 sinken, wie man erwartet hat, sondern Sie sind der Meinung, sie werden in Kürze wieder über 4.000 steigen, richtig? Naja, es ist nicht nur meine Meinung, sondern es hat eben das Corona-Prognose-Konsortium auch kundgetan, und zwar gestern. Und ja, die Zahlen sprechen in diese Richtung. Also wir haben jetzt seit Anfang Juni ganz leicht steigende Zahlen. Gestern hatten wir, glaube ich, 3.200 und die Tendenz ist halt leicht steigend. Und wir haben diese berühmte R ist auch bereits über 1 und dann haben wir diese BA4 und BA5 Untervarianten, die mehr werden. Also zuletzt hatten wir bereits 16% der Neuinfektionen aufgrund dieser beiden neuen oder relativ neuen Omikron-Untervarianten, Tendenz steigend. Also vor 2 Wochen waren es noch 9-10%, vor 4 Wochen haben wir 3% gehabt. Also Tendenz steigend. Und gleichzeitig hatten wir zwar jede Menge Menschen, die sich mit dieser BA2-Untervariante angesteckt haben, aber das ist jetzt auch schon wieder einige wenige Monate oder einige Wochen her. Das heißt, nach etwa 3 Monaten, maximal 4 Monaten, sinkt die Immunität. Das heißt, generell sinkt die Immunitätslage in der Bevölkerung. Dann haben wir eben diese 2 neuen Untervarianten. Und wie Sie richtigerweise sagen, es könnte, wenn es schlecht hergeht, zu einer kleinen Sommerwelle kommen. Und wenn wir jetzt Maßnahmen setzen, die das noch fördern, dann ist das wahrscheinlich keine gute Idee. Aber langfristig gesehen, wie schon gesagt, denke ich auch, dass wir in Richtung Corona so behandeln wie die Grippe, dass wir dorthin müssen. 2 kurze Schlussfragen noch bitte. Erstens, könnte es sein, dass das Aus für die Masken zu dieser Zunahme an Fällen führt oder sind das eher die vielen Varianten?
Ja, es ist alles zusammen. Ja. Es sind diese neuen Varianten, die einfach mehr werden und wo die Leute nicht gut dagegen geschützt sind. Das Masken aus hat zum Teil auch dazu beigetragen. Aber trotzdem, also ich spreche nicht jetzt für eine Wiedereinführung der Masken im Sommer. Ja, das will keiner. Und das wird auch die Politik, wenn sich's irgend vermeiden lässt, definitiv nicht wollen. Aber jetzt noch weitere Lockerungen, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, sind vielleicht nicht so gescheit, weil wir wollen ja eigentlich doch einen einigermaßen schönen Sommer haben, alle miteinander. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Professor, dann könnten wir Ende Juli, Anfang August möglicherweise das Ende dieser Quarantänebestimmungen umsetzen. Jetzt fragt man sich als Laie, ist es nicht gefährlich, wenn dann Neuinfizierte mit Corona-Infizierte einfach ins Büro gehen? Stecken die dann dort nicht flächendeckend das ganze Büro an? Naja, vorläufig ist die Idee ja nur, dass das für Kontaktpersonen gelten soll. Aber wie wir gehört haben, es wird natürlich politisch schon weiter daran gearbeitet, dass auch Infizierte, dass das auch für die gelten soll. Ich meine, letztlich werden wir Corona wie eine Grippe behandeln müssen. Das ist keine Frage. Und die Tendenz geht in diese Richtung. Wir hoffen ja nach wie vor alle, dass in Richtung, weil Sie angesprochen haben, Juli, dass wir im Sommer tatsächlich diesen Saisonalitätseffekt sehen und dass das Virus dann vielleicht weniger imstande ist, sich auszubreiten, weil einfach die Temperaturen zu hoch sind. Wir haben in Österreich ein recht gutes Überwachungssystem und wir können dann relativ rasch reagieren, falls es notwendig ist. Gut, danke Professor Nowotny für diese perfekte Corona-Information so zeitig am Donnerstagmorgen, dass Sie uns da gleich zur Verfügung gestanden sind. Schönen Donnerstag noch.